Hallo meine Lieben, ja, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Wir werden heute eine Liebesnachricht machen von deinem Herzensmenschen an dich. Ein Herzensmensch kann sein, entweder in Bezug auf die Liebe oder einfach auch ein Mensch, der dir sehr nah am Herzen liegt. Da nehme ich zuallererst eine Herzensfühlkarte. Die Karte werde ich befragen, was dein Herzensmensch dich gerne wissen lassen möchte, was er an dir sehr schätzt. Das schauen wir jetzt mal. Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das sind allgemeine Legungen. So, hier sind zwei Karten gefallen. Einmal die Leidenschaft und die Dankbarkeit. Ja, also was dein Herzensmensch an dir schätzt, ja, dass du ein sehr leidenschaftlicher Mensch bist. Das heißt, wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast oder du hast irgendwelche Dinge, für die du brennst, dass du denen auch hinterhergehst, ja, dass du da voller Leidenschaft und Lebensfreude da richtig rangehst an die Dinge, ja, dass du sehr neugierig und aufgeschlossen bist. Genau, einfach nicht so ein Stubenhocker bist, ja, so zum Beispiel 10 Jahre lang immer nur auf der Couch sitzt und Netflix zum Beispiel schaust. Nein, er sieht dich oder er schätzt eben auch an dir, dass du ein Mensch bist, der sehr neugierig ist, ja. Und durch diese Eigenschaft natürlich auch fühlt man sich mit dir natürlich dann auch sehr schnell lebendig. Dann auch ist die Dankbarkeit gefallen. Ja, das ist eben auch so eine ganz tolle Eigenschaft. Das heißt, dass du auch ein Mensch bist, in den Augen deines Herzensmenschen, der die Dinge nicht immer als zu selbstverständlich nimmt, ja, sondern auch wirklich die Dinge wertschätzt und dankbar annehmen kann. Was eben auch ein gutes Gefühl diesem Herzensmenschen gibt, ne? Das heißt, wenn er irgendetwas oder sie etwas für dich tut, dass du einfach dann auch so ein Leuchten in den Augen bekommst und wirklich auch dankbar dafür bist und auch generell im Leben, ja. Und das ist natürlich auch im Umkehrschluss dann auch eine Eigenschaft, die einem auch zu mehr Glücklichsein verhilft und genau, dass du einfach auch so eine Positivität ausstrahlst. Ja, dann schauen wir noch mit den Tarotkarten, was dein Herzensmensch gerne dir sagen möchte. Die 4 der Stäbe. Die Mäßigkeit. Ich nehme jetzt 6 Karten und auch die Klärungskarten. Das Rad des Schicksals. Die 10 der Stäbe. Da wollte noch einer raus. Die 8 der Kelche, der Ritter der Schwerter. Und an der Unterseite haben wir das Ass der Kelche. Die lege ich mal hier raus. So, und dann nehmen wir noch die Secret Key Cards als Klärungskarten. Wenn dir das Mischen zu lange dauert, dann spul einfach das Video vor. Ich konzentriere mich jetzt erstmal hier drauf. So, hier ist die Schlangenenergie gefallen auf die Mäßigkeit. Ups, da wollten 2 fallen. So, das gebrochene Herz und die Orgonit-Obelisken. Dann auf das Rad des Schicksals. Der Wettkampf, sehr interessant, okay. Auf die 10 der Stäbe. Das Labyrinth auf den Ritter der Schwerter. Das Roulette auf die 8 der Kelche. Die Welle und auf das 8, Ass der Kelche, 8 der Kelche, Ass der Kelche, so ähnlich von der Aussprache. So, okay, und hier haben wir die Tafel. Oh, okay, die Zusammenkunft. Sehr interessant. Also, was ich hier auf Anhieb wahrnehme, ist, hier ist so eine Reue im Spiel von deinem Herzensmenschen. Ja, also hier, ne, was möchte dein Herzensmensch dich sagen? Wir haben hier die Schlangenenergie auf die 4 der Stäbe. Und ich habe das Gefühl, dass egal um welche Verbindung es jetzt bei dir geht, sei es wie gesagt in der Liebe oder einfach ein Mensch, Familienmitglied oder auch Freundschaft, ja, habe ich das Gefühl, dass in der Vergangenheit hier negativer Einfluss in eurer Verbindung war von außen, ne? Weil die Schlangenenergie, die steht auch für negativen Einfluss von außen, Manipulation auch, ja. Und ich habe hier das Gefühl, dass hier irgendwie etwas gestört hat in eurer Verbindung, was so ein ja, Keil so zwischen euch getrieben hat mit den 4 der Stäben, weil an sich ist hier die 4 der Stäbe eine ganz tolle Verbindung, Seelenpartnerschaft, ja, aber irgendwie ja, ist da was, ist ein Störfaktor von außen dazugekommen. Und
Das ist hier auch zurzeit in der Bewusstseinsebene deines Herzensmenschen, deshalb nehme ich ja auch so eine Reue wahr. Hier ist auch auf die Mäßigkeit die Orgonit-Obelisken gefallen und das gebrochene Herz, ja. Und das Interessante ist, weil diese Obelisken, die sprechen davon, dass man die Fremdenergien jetzt klären möchte oder bereits dabei ist, die zu klären. Das ist ja genau das, ne, dass zu dieser Schlangenenergie erst kam diese negative Einfluss rein zwischen euch beiden. Jetzt aber ist es so, dass hier tatsächlich durch, sag ich mal, das Gefühl des Verlustes in Bezug auf dich jetzt hier natürlich auch ein großer Mangel aufkommt. Ja, irgendetwas vermisst er jetzt natürlich oder sie auch bei dir. Ja, und durch dieses Verlustgefühl habe ich das Gefühl, dass man sich jetzt hier darüber im Klaren auch so langsam ist, ja, dass hier eben auch dieser Einfluss von außen sehr stark gestört hat, diesen Keil zwischen euch beiden reingebracht hat. Jetzt sehe ich auch gerade, ist die Kerze hier ausgegangen. Und ja, dein Herzensmensch ist hier gerade auch dabei, sich davon zu befreien, das zu reflektieren und sich auch darüber bewusst zu sein, dass vielleicht doch das eine oder andere eher manipulativ gewesen ist, um ja, wo ihr beide so euch auch so ein bisschen entfernt habt, ja, und das darf jetzt hier auch tatsächlich wieder in den Ausgleich gehen. Und ich habe das Gefühl, dass durch, sag ich mal, den Tritt des Universums, weil wir haben ja auch das Rad des Schicksals hier nebenan, tatsächlich hier auch der Schmerz so groß zurzeit ist, ja, durch diesen Verlust mit dir zusammen, ja, dass man hier auch ja, in der Stille, sage ich jetzt mal, diese Dinge kommen dann eben hoch und die möchte man dann eben auch klären, ja. Und hier haben wir auch das Rad des Schicksals mit dem Wettkampf. Ja, und da geht es jetzt auch darum, dass das aus Sicht deines Herzensmenschen auch eine kleine Herausforderung darstellt. Ja, vielleicht bist du zurzeit sehr distanziert, weil du auch so eine gewisse Enttäuschung in dir gespürt hast. Wie kann es denn sein, dass so eine Fremdenergie von außen so ein Keil zwischen euch beiden treiben kann? Ja, und dadurch sicherlich hast du dich auch hier distanziert, wirkst zurzeit sehr unberechenbar oder nicht mehr einschätzbar, ja, was hier auf Sicht deines Herzensmenschen dann natürlich auch diese Herausforderung darstellt, ob er die Dinge wieder kitten kann, ja. Aber ich habe hier trotzdem das Gefühl, dass das Rad des Schicksals hier auch so ein bisschen mit eingreift, ja, dass das hier, sag ich mal, deinem Herzensmenschen die nötige Kraft gibt, diese Herausforderung anzunehmen, ja. Und auch wenn vielleicht auch die Angst besteht, dass hier schon bereits auch in deiner Sicht entweder schon eine Konkurrenz irgendwie auch da ist, aber ich habe das Gefühl, dass hier diese nötige Kraft auch von deinem Herzensmenschen gegeben wird, ja, um einfach auch die Dinge mit dir in die Klarheit wiederzubringen, ja, weil ich habe hier schon das Gefühl, also ich empfinde hier sehr viel Reue auf Seiten deines Herzensmenschen durch dieses Bewusstwerden jetzt. Dann haben wir hier die 10 der Stäbe mit dem Labyrinth und genau, das, es geht jetzt einfach auch darum, ja, dass dein Herzensmensch dir gerne sagen möchte, dass er jetzt einfach hier raus möchte aus diesen Verstrickungen, ja, und natürlich gehört es erstmal auch dazu, sich eben auch natürlich wie die 10 der Stäbe, da befreit man sich einfach auch von diesen ganzen Störfaktoren, die zwischen euch gestanden haben, ja. Und jetzt möchte eben auch den Herzensmensch dich wissen lassen, dass er jetzt eben nach Wegen und Möglichkeiten sucht, wieder einen Zugang zu dir zu finden, ja, raus aus dieser Sackgasse, in der ihr euch vielleicht befunden habt durch diesen äußeren Faktoren. Und zurzeit ist es einfach so, dass er hier sehr stark damit beschäftigt ist, sich ja quasi davon zu befreien, von diesen Verstrickungen einfach sich frei zu machen und, sage ich mal, selbstbestimmt raus aus den Manipulationen zu gehen und selbstbestimmt einfach seinem eigenen Bauchgefühl vor allem auch zu folgen, ja. Und hier haben wir halt auch den Ritter der Schwerter mit dem Roulette und das finde ich auch sehr interessant, weil ich hatte ja hier oben schon gesagt, dass das schon für dein Herzensmensch hier eine große Herausforderung ist, ja, weil er oder sie nicht wirklich weiß, was ihn oder sie erwartet, wenn jetzt wieder so ein Schritt auf dich zugegangen wird, nach dem, was alles passiert ist hier, ne?
Aber dennoch habe ich das Gefühl, weil das Roulette spricht eben auch dafür, dass man hier auch mutig sein möchte, ja, dieses Risiko eingehen möchte und ja auch wirklich, sage ich mal, aktiv dann auch ja einen Schritt auf dich zugehen möchte. Ja, genau. Jetzt haben wir hier noch die Acht der Kelche mit der Welle. Und die Welle steht ja auch für einen großen Umbruch. Ja, kann unter Umständen auch sein, dass zurzeit dein Herzensmensch sich noch überfordert fühlt mit allem. Ja, aber wir haben ja schon gesehen, er bekommt hier vom Universum irgendwie so die nötige Kraft zugespielt, ja, um mutig zu sein. Aber natürlich ist er auch gerade so ein bisschen so in diesem Gefühl der Überforderung, ja, weil vielleicht sogar auch diese große Angst besteht, dieses Gefühl, diese Angst vor Ablehnung zum Beispiel auch. Aber grundsätzlich, ich sag mal so, ja, die Acht der Kelche, die spricht ja auch für Mut, weil der Mann hier hat ja auch diesen roten Mantel an. Die Farbe Rot ist auch, steht auch für Mut. Das heißt, jetzt wirklich auch diesen Mut zusammenzunehmen, ja, und tatsächlich auch, weil dieser Mann geht jetzt hier auch direkt auf das Ass der Kelche zu, ja, und den Mut tatsächlich zu haben, sein Glück herauszufordern, dieses Risiko einfach auch einzugehen. In dem Sinne das Risiko, Angst vor Ablehnung zu bekommen, ja, also dass du vielleicht auch, dass die Gefahr besteht, dass du sogar jetzt Nein sagen kannst, nachdem hier, was alles hier passiert ist. Aber schlussendlich habe ich das Gefühl, dass hier ein großer Umbruch gerade zurzeit vorhanden ist bei deinem Herzensmenschen, ja, und hier am Ende hier eben auch, ja, mit der Tafel auf das Ass der Kelche, die Tafel steht ja auch für eine Unterhaltung, ja, für ein Zusammentreffen, dass hier doch nochmal der Wunsch besteht, mit dir ein klärendes Gespräch vor allem auch zu haben, ja, egal wie es ausgeht, aber dieses Gespräch wird sehr liebevoll sein, ja, wird sehr herzöffnend sein, das heißt, aus dem Herzen heraus einfach wird das von Seiten deines Herzensmenschen passieren, ja, genau, also hier nehme ich schon wahr, dass hier auf jeden Fall noch mal ein Zusammentreffen, eine Kommunikation auf dich zukommt aus Sicht deines Herzensmenschen, er wirklich mutig sein möchte und mit dir ein Herzgespräch eben auch führen möchte, ja? Genau, denn ja, weil hier, ich habe ja auch schon am Anfang gesehen, ja, er schätzt das einfach auch an dir, dass du einfach ein sehr lebendiger, positiver Mensch bist, der auch die kleinen Dinge im Leben schätzt, ja, und das ist natürlich auch eine ganz tolle Eigenschaft, die ja auch nicht zu viele Menschen besitzen und genau, das ist auch sehr anziehend natürlich, ja. Und wenn man hier eben auch merkt, dass mit Abstand merkt, dass hier tatsächlich auch negative Einflüsse von außen in der Vergangenheit zwischen euch stattgefunden haben und das dann eben einfach auch reflektiert werden kann, dann wird einem, weil manchmal ist es einfach auch so, wenn man manipuliert wird, sage ich jetzt mal, wie jetzt hier in diesem Kartenbild, dann ist es oft in dem Moment, wo das passiert, irgendwie, dann sehen das viele überhaupt nicht. Ja, das kam erst mit Abstand, wird das einem dann irgendwie bewusst, wenn man Dinge wieder spielt, wie in einem Film, zurückspult und nochmal. Und dann erst erkennt man oft, was dann da überhaupt passiert ist. Ja, und hier nämlich war, ist dieses Bewusstsein zurzeit stark vorhanden. Und genau, jetzt geht es im Endeffekt nur noch darum, dass dein Herzensmensch diese Fremdenergien von sich loslöst, ja, und einfach jetzt auch diese Herausforderung annimmt und diesen Mut zusammennimmt, einfach jetzt auch mit dir ein Herzgespräch, ein klärendes Gespräch führen zu wollen. Genau. Ja, meine Lieben, das war die Liebesnachricht von deinem Herzensmenschen an dich. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.